Und da sind wir auch schon live. Super geil. Okay, eine Sache muss noch ändern, beziehungsweise muss noch machen. Und das machen wir am besten per Handy. Denn wir sind ja im neuen Jahrtausend angekommen, habe ich mir sagen lassen. Oh, wo ist meine App dafür? Da. Die Hui-App. So. Licht an. Wieso leuchtet jetzt blau? Das finde ich ganz eigenartig. Weiß. Oh, schön. Ach, ich finde das einfach geil. Man kann sogar, was auch ziemlich krass ist, irgendein Bild nehmen, irgendein random Bild von der Kamera. Nehmen wir mal irgendein random Bild. Nehmen wir mal das Bild hier und auf einmal ist das Licht wie bei dem Bild. Das ist schon sehr interessant. Aber gut, machen wir es einfach mal normal weiß und es sieht doch sehr schön aus. So, das passt. So. Das ist alles noch relativ Hashtag Neuland für mich. Ich habe da schon gefühlt 8 andere Weiße aktiviert. So, auf jeden Fall. Das ist nicht das Weiß, was ich will. Das hier. Es gibt sogar das hier. Mega krass. Greenscreen grün. Ist schon ganz geil. Aber gut, wir spielen nicht weiter hier rum. So, das passt jetzt. Jetzt aktiviere ich mal das Spiel, beziehungsweise den Emulator, denn wir machen das Ganze per Emulator. Da gehen wir ein bisschen hinter der Zeit. So, starten wir mal den Emulator. So, Maus ist am Start. Und dann aktivieren wir schon mal das Spiel. Und pausieren es erstmal. Denn wir sind noch nicht so weit. Erstmal Kopfhörer. Wollen diese wunderschöne Musik hören. Ich hoffe, es ist einigermaßen aufgeladen. Leuchtet was rot. Ne, sieht ganz gut aus. Das ist doch schön. So. Anschließend. Ich bin ein bisschen zu weit. Rechts oder links kommt mir vor. So wie immer. So, jetzt sieht es ganz gut aus. Das Spiel ist übrigens 4:3. Das heißt, es ist ungefähr in dem Bereich, wo der Titel steht. Das heißt, wir haben wieder rechts die Chatbox, links Icke, Micke und ja, erst wieder ganz kurz Stream Elements auf den Laufenden halten, damit ihr schon die Werbung durchläuft, was immer noch nicht so ganz funktioniert. Ab und zu geht's nicht so ganz. Was gibt's jetzt? The new overlay undo button means no more accidental theme editing mistakes. Da rendert er eh nicht zu viel. Ah, man kann es rückgängig machen. Ah, das ist schon mal ganz cool. Coole Sache, nichts für mich. So, erstmal hier den hier activaten. Das ist ja schön. Dann ganz kurz bei Twitter schreiben. Ich habe auch ein Video gemacht, das ist schon relativ stark kurzfristig gewesen. Wir sind gerade live. Monte and Andy's, die sind gefühlt immer on. Live. Und, wow. Starke Sache das. Wieso höre ich mich gerade nicht? Ah, jetzt höre ich mich. Okay. Sollte man nicht machen. So. Ab auf die Insel mit Yoshi's Island. Live.
Genau, und darunter ein Yoshi-GIF. Da gibt es doch bestimmt eins. Yoshi. Ah, der passt perfekt. Der ist jetzt witzig aus. Das ist doch schön. So. Okay, es ist Viertel nach acht. Ich habe es bei Twitter geschrieben. YouTube-Video ist online. Gab schon Kommentare, Likes, irgendwas? Zwei Aufrufe. Okay. Könnten ein, zwei Leute reinschalten. Okay, gut. Dann würde ich direkt mal sagen, wir legen einmal los mit Super Mario World 2 Yoshi's Island. So heißt es richtig. Super Mario World 2 Yoshi's Island für den Super Nintendo hier bei mir per Emulator. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie das Ganze mit dem Sound laufen wird. Spiele-Sound mache ich mal gleich mit der Musik, die ich bei Kopfhörer höre. Der ist wie immer Game. Manchmal ist es Game, manchmal ist es Chat. Game. Das heißt, ihr hört den Sound, den ich auch höre. So, dann los geht's. Booyah! Super! Ihr hört was. Das ist schön. Das läuft jetzt schon mal tausendmal besser als Harry Potter zum Start. Das ist schon mal ganz gut. Okay, machen wir mal für mich einen Fullscreen. Was ist das? Video Fullscreen? Boom. Okay, das ist auf jeden Fall auch Fullscreen. Das ist. Aber das kriege ich doch irgendwie hin. Nehmen wir einfach. Ist das der Bums? Ah! Hilfe, wo bin ich? Hilfe! Da bin ich. Okay. Geil. Ich glaube, es ist ein bisschen laut. Bisschen leiser. Wo ja keine Tinnitus bekommen. Auch mir wahrscheinlich sehr viele geile Ohrwürmer bekommen. Das Handschuh ist so geil. Immer noch ein bisschen laut. Kommt mir zumindest so vor. Schreibt es dann, wenn es zu laut oder zu leise ist. Ich glaube, so passt schon. Okay. Bitte auf German. Ach, diese wunderschöne Babymusik. Diese Geschichte von Super Mario und den Yoshis. Begann vor langer, langer Zeit. Ich hab jetzt schon Ohrwürmer, das ist so schlimm. Ein Kurierstorch, Güterklasse 1, fliegt in einer, übrigens Güterklasse, nicht Güteklasse, sondern Güterklasse, dunkle Nacht. Ohne Radarsystem, dem Sonnenaufgang, vor allem Radarsystem, ohne Navi entgegen. In seinem Schnabel transportiert er Baby Mario. Zwei zappelnde Bündel. Ah ja, und Baby Luigi. Hey. Zoom. Suddenly Kamek appears. Ein großer Schatten knallt durch die Wolkendecke. Kavum! Right in your face, Storch! Im Vorbeiflug erhascht die seltsame Kreatur ein Baby. Ein Baby? Und zischt damit ab. Gott, wie er die Barrel Roll macht. Ui! Das andere Kind ist abgestürzt und fällt mit berauschendem Tempo auf das Meer zu. Oh weh, das wird feucht. Diese idyllische Insel nennt man Yoshi's Island. Und da ist Yoshi, wunderschön, fast in 3D gerendert. Auf dieser Insel leben die Yoshis. Übrigens bei Super Mario's, bei Yoshi's New Island sieht das noch schlimmer aus. Einer der Yoshis unternimmt gerade einen Spaziergang. Ach, dieser hässliche Baby Mario. Und fiebt vergnügt vor sich her. Hö? Das Baby ist auf Yoshis Rücken gelandet und hat
auf wundersame Weise den Aufprall ohne Verletzungen überstanden. Gut. Bestimmt ist die Windel prall gefüllt, das dämpft alles ab. Doch es ist noch etwas von mir gefallen. Aber was denn? Eine Karte. Das sieht ja wie eine Karte aus. Wo kommt denn die auf? Einmal hier. Einmal hier. Yoshi rennt sofort los, um seinen Kumpels. Ich denke mal, das ist Yoshis Stimme. Wo kommt denn die auf einmal her? Über alles zu informieren. Auch wunderschön Yoshis Finger. Seine beiden Daumen. Gott, Kamek. Kamek, der Magikooper, wohnt in Bowsers Schloss zur Untermiete. Er war derjenige, der dem Storch das Kind gerabt hat. Kamek ist stinksauer, dass sie nur ein. Dem Stück läuft mega langsam, aber er bewegt sich normal, also ist alles gut. Baby erwischt hart. Wow. Was will Kamek mit den beiden Babys? Er schickt sofort seine Diener los, um auch das. Oh, jetzt geht's wieder. Zweite Baby zu entführen. War früher so mit der Technik. Ist kein Problem. Ist keine Kritik. Ich würde aber diese Grafik gerade kritisieren. Ahnungslos begibt sich Yoshi zu seinen Freunden. Dum, 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 dum. Doch Kamek's Horde hat sich bereits aufgemacht, um das Bündel auf Yoshis Rücken zu rauben. Das Intro dauert schon 3 Stunden. Aber wir müssen einfach diese wunderbare Story einfangen. Während die Yoshis das Baby heil zu seinen Eltern? Hat Mario Eltern? Zurückbringen können? Oder zumindest Bruder zu Bruder? Ich weiß nicht, aber das ist die wunderbare Geschichte zu Super Mario World 2 Yoshi's Island. Hier, wie gesagt, in der Original Super Nintendo Version von 1995. Da war ich gerade mal 4-5 Jahre alt. Also, ja, ist auch vom letzten Jahrtausend, kann man aber noch spielen. So, ich hoffe, die Greifer habe ich einigermaßen gut belegt. So, Spielstand 1, 2, 3. Kann man auch kopieren und löschen. Aber ich fange mal an mit Spiel 1. Jupp, ich glaube, es richtig belegt. Ich habe früher so viel Super Nintendo Emulator gespielt, habe meine eigene Tastenbelegung. Die bunten Yoshis. Die gesamte Yoshi-Familie lebt auf Yoshi's Island. Die Yoshis sind wegen des Babys, das vom Himmel gefallen ist, in heller Aufruhr. Ich muss auf die Taste drücken. V. Habe ich die belegt? Ich weiß nicht. Sie bemerken, dass das Baby an einen besonderen Ort gebracht werden möchte. Also entschließen die Yoshi sich dazu, einen Staffellauf zu veranstalten, um das Kind an den gewünschten Ort zu bringen. Also von Level zu Level. Am Ende wird immer von Yoshi zu Yoshi übergeben. Was im Grunde nichts Besonderes macht. Es wäre schon ganz geil, wenn irgendwie, weiß ich, der rote Yoshi Feuer spucken könnte, der blaue irgendwie Eis und der braune irgendwelche erdbändiger Techniken. Aber so geil ist es gar nicht. Die sehen einfach nur anders aus. Wegen, jo. Wir haben Super Nintendo, 40 Milliarden Farben, genießt sie. Denk mal, das ist so der Grund. Auf geht's, Yoshis. Ein neues Abenteuer wartet auf uns. Beziehungsweise storymäßig gesehen das allererste. Danach kam Yoshis Woody World, Crafted World und weiß der Geier was. Aber das war The Original. Also wunderschöne Farben. Übrigens, es waren 16-Bit. Ihr könnt hochrechnen, wie viele Farben das sind. Jetzt geht's los, das geile Tutorial-Level. So, erstmal Tutorial. Wenn Yoshi von einer Gegner getroffen wird, verliert er Baby Mario und der Sternezelle beginnt, die Sterne sehr schnell abzuziehen. Schießt es halt auf Null, erscheinen Kamis Gesellen und entführen das Baby. Beeil dich also, Baby Mario zu retten. Hast du
Baby Mario aus den Klauen der Bösewichte befreit, erhöht sich der Sternzähler stufenweise, bis er wieder 10 erreicht. Ist er blöd, wenn man mehr als 10 hat, denn dann verliert man automatisch Punkte. Je mehr Sterne du gefunden hast, desto mehr Zeit hast du, um Mario zurückzuerobern. Und ich denke mal, die ersten Level, also die erste Welt auf jeden Fall, und bei der zweiten Welt auch noch die Hälfte der Level, könnt ihr vielleicht sogar mit der perfekten Punktzahl von 100 schaffen. Irgendwo in der zweiten Welt ist dann ein Level, bei dem kriege ich einfach nie 100 zusammen, bin ich meistens bei 70, 80 rum. Aber gut, gucken wir erstmal die Steuerung. Springen. Okay. Denk mal, ich lege es eher andersrum. Also das von C lege ich mal auf Y. Ohne Momento. Ich habe es gerade ein bisschen unklug belegt. Das kommt auf Y. Ja, ist mir 10-mal lieber. Genau, er kann also die Gegner einsaugen. Und dann beim Runterschlucken erscheint ein Ei, das man auch verschießen kann. Mit einer Taste, die ich lieber auf C hätte. Das, was auf V ist, ist auf C. Heieiei. Das auf V ist auf C. So. So, springen, fliegen, schlecken und schießen. Also nach unten drücken, dann geht das zurück. Ich weiß, bei B drücken geht das auch. Eigentlich kommen wir da rein, das Ganze. Noch ist alles relativ klar. Der Bild ist hoffentlich auch einigermaßen schon flüssig bei euch, oder? Ja, so gut wie es emulationsmäßig flüssig geht. Die ersten Level sind doch einigermaßen leicht. Oder auch, sagen wir, die ganze erste Welt ist easy. Gibt einfach verschiedene, ja, Steine, sage ich mal, auf die kann man draufspringen, damit man hochkatapultiert. Das meiste geht sich eh von selbst. So, die kann man wieder einsaugen. Der Pfeil sagt, wo es lang geht. Und jetzt sind wir in der Overworld. So, dann ein bisschen eingespielt. Wie gesagt, die erste Welt werde ich höchstwahrscheinlich mit 100% machen. Dann kriegt man, wenn man es von 1 bis 1,4 schafft, eine Fragezeichen-Level und dann von 1,5 bis 1,8. Ist viel selbsterklärend. So, los geht's mit dem allerersten Level. Dum, dum, dum. Der Schokohügel. Dum, 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 dum. Oh, diese Ohrwürmer sind so schlimm. So, da wird noch ein bisschen was erklärt bei diesem Quatschkopf. Das habe ich eh schon erklärt, die Eier Production. Schlug einen Gegner mit der Taste und drückt das Steuerkreuz nach unten, um ein Ei zu legen. Weiß ich schon. Wenn man hier auf. Wo ist denn die Stadt? Wurde Stadt gelegt? Wo ist Stadt bei mir? Bei Stadt sieht man auch. Stadt ist bei Space, das ist sehr intelligent. Genau hier sieht man es. Da sieht man die Sternanzahl, die Münzanzahl und die Blumenanzahl. Und hier zählt sich dann 30 plus 20 sind 50 und die Blumen zählen nochmal als 10. Also 100 Punkte insgesamt und das sind dann 100%. Ganz einfach. 30 Sterne, 20 Münzen und 5 Blumen. Und man kann unten noch ein paar Items einsammeln für später, falls man die irgendwie braucht. Aber so viel mal später dazu. Ich weiß nicht, ob es so klug ist, dass ich die Starttaste auf die Leertaste drücke, denn da ist mein Daumen die ganze Zeit drauf. Machen wir mal Start auf SKP oder auf Enter. Select ist aber auch auf Enter, dann machen wir Select einfach Backspace. Und schon läuft es wieder. Und dann kann hier nichts passieren und ich kann hier einfach passieren. Easy Boy. So. Blumenbonus, wenn du 5 gesammelt hast, erhältst du ein Bonusleben. Genau, und jetzt sieht man auch 1 von 5, 10 Punkte. Ah, die habe ich so gehasst früher.
So, hier kann man es auch feststellen, genau. Und so schießen. Diese später ist sehr nervig. Hier zum Beispiel sieht man sie gar nicht, dass sie so winzig sind. Aber man kann sie auch so, wenn man gut ist, easy abschießen. Und kommt dann so andere Level und Gebiete und ja. So, das war so. Damit kann man verschiedene Treppen oder ähnliches freischalten oder aktivieren. Und da sind meistens auch diese roten versteckt. So, die sind ganz selten. Das heißt selten, die sind halt einfach kurz da und verschwinden dann. Das sind dann diese Sterne. Da kriegt man eh so oder so, aber wenn man sie geschenkt kriegt, warum denn nicht? Da gehen wir ganz kurz daran, was unten ist. Dann kann man auch reingehen. Ist nichts Neues. Oh, wie schön. Die liebe ich auch sehr. Richtig schöne Musik. So, die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Den lasse ich mal. So, da ist aber noch einer. Und sogar ein Level Up. Den schaffe ich mir auch mal. So, du kommst mit. Da kann man auch gut reintreffen. Wenn man gut treffen würde. Ah, es war zu spät. Perfekt. Und da kommen auch nochmal diese Sterne raus. Und wir sind jetzt schon bei 23 an der Zahl, also schon relativ viel. Münzen haben wir schon 8. Also läuft. Läuft auf jeden Fall super. Und ist ja auch, es läuft auch relativ flüssig. Also meine Bildübertragung. Kein einziges ausgelassenes Framchen. Waren da ein paar rote dabei? Na, ich weiß nicht so recht. Wollen wir mal den ein bisschen weiter nach vorne. Da könnte auch immer rote versteckt sein. Da bleiben. Da war noch einer. Da auch noch einer. Wenn wir alles schön einsacken. Also von den roten gibt es, soweit ich weiß, auch nur so viel, wie man hier haben kann. Hier kann man auch abschießen. Ist nur ein bisschen Eierverschwendung irgendwie. So. Hoch hier. Da ist nichts. Ab und zu ist aber ein bisschen was versteckt. Aber in dem Fall nicht. So. Da sind wir wieder. Den habe ich schon gesehen. Und Headshot. Jetzt auch ein bisschen tricky. Ah, fast reingefallen. Denn wenn der mich beißt, dann fliegt Baby Mario weg. Wird auch irgendwann mal passieren, nämlich ich will es nicht provozieren. Deshalb lassen wir das mal. Da ist Röhre, wo sozusagen Munition für mich rausfällt. Und ich glaube, solange bis ich keine Eier mehr tragen kann. Ja, es müsste keine Qual sein, wenn ich jetzt wieder eins verschieße. Dann müsste soweit ich weiß wieder einer rauskommen, genau. Solange bis ich wieder voll bin. Hier kann man, glaube ich, auch nach unten gehen. Jupp, kann man sogar. In sowas. Da kommen sie auch raus, wenn man Munition braucht. Aber brauchen wir nicht. Ist alles cool. So, singende Blume, komm mit. Man kann die Gewicht auch auf sowas schmeißen. Sozusagen raufspeien. Oh, hello, I'm new. Hello, Pablo Manzares. Welcome to my stream. I hope it's not a problem for you, but I speak in German. So, yeah, just for your information. So, right in your face, bitch. Okay, sometimes I talk a little bit English too. So, wow, internationale Besucher, das ist ganz was Seltenes. Ich bin impressed. Der hat einen Retro-Liebhaber, man weiß es nicht. Na komm her, du. Auch ein ziemlich cooler Name, Pablo. Erinnert mich an Pablo Escobar ein bisschen. Ah, eine Blume. Und hier auch noch was. Ah, perfekt. 30 Easter.
sieht es bei den anderen aus? Ich glaube, bei den 20er bin ich nicht alle voll. Es fehlen noch 2 Münzen. Vielen Dank. Oh, mein Gott. Woo! Thank you, Pablo. Amazing. Really, really awesome. Thank you. Thank you for following this awesome channel. So. Und hier müssen die letzten beiden roten sein. Perfekt. 100. Die Musik ertönte. Ist geil. So, den haben wir auch noch weg. Ist ja krass. Neues Spiel, gleich neue Follower. Ist das nicht geil? So, du kommst auch her. Ah! So, da müssen normalerweise auch noch Sterne drin sein, da ich glaube schon alle Sterne habe. Gibt stinknormale Münzen, die mir glaube ich gar nichts bringen. So, und wir sind am Ende des Levels und da ich alle 5 habe, gibt es ja auch 5. Somit auch eine 20%ige Chance, dass ich das Level dann perfekt abschließe. Und ja. Staffelabgabe! Bam! Bup, 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 bup. Oh. Kein Bonusspiel. Aber dafür 100 Punkte. Super. Und es gibt ein Bonusspiel, glaube ich. Ne, kein Bonusspiel. Ich dachte, es gibt immer Bonusspiele. Ah ne, wenn ich so eine Blume erwische bei dem Glücksrad, dann gibt es ein Bonusspiel. So war das. Und hier bei Stores Score kann man immer sehen, wie viele Punkte man hat. Bei 100% blinken sie schön rot auf. Das ist geil. Ich denke... Oh, du bist Deutscher. Sorry. Gut, wusste ich nicht, wenn du auf Englisch schreibst. Ich denke, dass alle Mario Bros. Spiele oder jene, die Mario enthalten, erstaunlich sind. Ja, die sind echt ziemlich cool. Ich bin aber eher einer von den... Also die ganz neuen Mario-Spiele mag ich jetzt eher weniger, da ich weniger den Bezug daran habe und jetzt eher weniger Nintendo und mehr PlayStation-Sony-Spiele spiele. Aber, ja, das Spiel ist mega geil. Habe ich früher sehr gerne gespielt. Und dachte mir einfach mal, ich let's play's mal. Oder ich stream es mal. Bam, baula. Jetzt haben wir den Lila nennen. Übrigens, das Stream geht heute bis 22 Uhr, also noch 1,5 Stunden. Ah, die waren auch so krass. Die fressen sich richtig krass da unten. Man sieht seine Schatten dann. Die fräsen sich richtig durch. Kann man schon ein bisschen Angst kriegen. Hier sieht man es ganz gut. Da kommt er von hinten angeflogen aus dem Hintergrund. Na? Und? Schon krass. Vorsichtig. Ein bisschen dangerous hier. Aber ich mag es dangerous. Vorsichtig. Noch erwischt. Oh. Bruder. Ah. Gott, Gott, Gott. Ah. Blume. Hilf mir. So, hier kann man in die Luft zu einem... Ah, nein. Ah, oh, es ist passiert. Nein. Oh. Ach, du Scheiße. Das ist jetzt peinlich. Nochmal vielleicht den Anfang. Ja. Kennst du Tokyo? Was ist das für eine Frage? Ich kenne Tokyo schon, ist aber nicht ganz meine Musik. Mein musikalisch waren sie. Ich weiß nicht. Okay. Also, wie sie heute sind, weiß ich gar nicht. Die Band gibt es immer noch. Hauptsächlich in Amerika tun die gerade rum. Aber früher war nicht so ganz meins. Blümchen. Ah. Einfach mal auf YOLO-Basis. Einer wischt auf jeden Fall. Double Kill. Perfekt. Ab zur Killing Spread. Ich mochte Bill wahrscheinlich eher weniger wegen seines... Ich finde, er hat ein bisschen den Dingsbums in den Verruf gebracht, so ein kleines bisschen. Ah, ich habe ihn nicht gesehen. Ah, ich habe dich nicht gesehen, du Grüner hier. Den
ich bin so in der Modewelt drin. Der japanische. Ach, wie heißt es nochmal? So, erstmal der Sternenkranz, kriegt man 10 Punkte mehr, der Sternenring. Genau. Nächstes Mal dasselbe Schritt, kann man nur anfangen. Den Visual Key, jetzt habe ich es wieder, den Visual Key Style haben die Büsse in Verruf gebracht, denn die haben das zum ersten Mal so richtig in Deutschland bekannt gemacht und somit hat das jeder damit assoziiert. Also wenn irgendjemand so Visual Key Style gesehen hat, wie zum Beispiel ganz früher Dian Gray, Larkins Yellow oder ähnliches, da schon schmiert gerade ab. Einfach eine Textbox zerstört. Die Leute haben es immer damit assoziiert und immer wenn dann eine japanische Band zu sehen war, die richtig geil war, dachten die immer, ja, das sind so ähnlich wie Tokyo Hotel. Und natürlich, wenn die Band schon Tokyo drin hat, dann, ja. Ich meine, das sehen aus wie japanische, ich treffe immer die blöde Küste hier. Wenn ihr schon den japanischen Style haben und auch noch Tokyo heißen, dann kann man das halt sehr krass mit Japan in Verbindung bringen. Ich werde das Ding treffen. So. Ah! Right in die Textbox. Ja, das ist dann nicht so ganz geil. So, ist unten noch was drin? Mal gucken. Wir haben ja Zeit. Ne, okay, da nicht. Also ich machte eher weniger, finde ich. Ist nicht so ganz mein Geschmack. Boah. So, hier links ist ein kleines Secret, das weiß ich noch. Mehr oder weniger. Da war nämlich eine rote Münze, war das, glaube ich. Und jetzt war jetzt die erste Transformation am Start, nämlich den, hieß nicht Yoshi-Copter. Also eine Art Helikopter ist als Yoshi. Mega witzig. So. Genau, da war nichts mehr. Komplett umsonst durchgeflogen. Hier vorne noch was. Ah, hier ist nur der Rückweg vom Flug. Denn man kann ja beim Flug ein paar Sachen einsammeln und viele verpassen. Da muss ich dann wahrscheinlich auch 13 Mal drüber fliegen. Hier ist auch die Erklärung dazu. Drücke Start, um die aktuelle Punktezahl zu sehen. Ah, ich weiß schon. Das habe ich schon rausgefunden. Hier war die Box. Da ist er. Ich glaube, es war Yoshi-Copter. Heli Yoshi, noch ein blöderer Name. Berührt die Zauberblase und verwandelt dich in einen Heli Yoshi. Hast du den Yoshi-Block rechtzeitig erreicht, wird Baby Mario dir folgen. Das ist geil. Erstmal Mega-Transformation. Tada! Jetzt geht's ab hier. Christoph 14 ist im Einsatz. Also Christoph 14 heißt bei uns so ein Rettungshubschrauber. Ich finde das Wort eher weniger lustig. Naja. Ah, ich glaube, hier war noch eine. Ah, bis er umdreht. Hier war noch eine Blume, genau. So, und jetzt zieht er gleich zurück. Richtig schlecht. So. Das fahre ich jetzt ungefähr 15 Mal nochmal ab, dass ich jedes Münzchen erwische. Denn überall könnte was sein. Hier zum Beispiel. Ah, Vorsicht, Geister. Geister in der Flugbahn. Immer wieder nervig. So, da waren noch zum Beispiel ein paar. Da wäre der besagte Rückweg. Und hier. Ah! Wunderschöne Musik. Da freut sich mein Ohrläppchen. So, da jetzt ein bisschen weiter nach oben. Okay, da ist nichts. Aber da ist was. Da sind noch ein paar. Und hier noch. Kann ich alle auf einmal erwischen? Komm schon, erwisch alle. Jawohl.
Ah, da ist auch noch was, okay. Anstrengend. Seelisch einfach nur belastend. So, aber bald haben wir es durch. Ich bin noch ganz was hinten am Werk. So, da ist nichts. Hier aber was. Ja, ich glaube, dass ich jetzt alle habe. Also, touch mit dem Block. Oder war hier noch was? Ah, Secrets. Hello. Level up. Geil. Wie viel habe ich eigentlich? 7 Leben. Stark. Am Anfang des Spiels und schon 7 Leben. Läuft doch schon ganz gut. Ich glaube, ich habe alles oben eingesammelt. Also. Da ist eine Wand. Hoch mit dir. Und ich glaube, diese Blöcke sind auch immer derselben Farbe wie die jeweilige Yoshi. Ist ja, glaube ich, schon mal aufgefallen. Hoppa. Und zum letzten Mal, Heli Yoshi, let's go. Das Flugzeug. Hier war auch schon überall. Okay, dann müsste ich echt alles haben. Wupp. So. Hier war aber noch was. Das weiß ich noch. Oder war hier noch was? Nicht, dass ich hier irgendwas verpasse. Ne, da bin ich schon durchgeflogen. Ah, wichtiger. Erwischt. Ah, vorsichtig. Ah, ich hab alle, super. So, du gehst mal auf die Seite hier. Wo landet der? So, auf die spuck ich mal. Das hat stark. So, das wären noch mal Punkte gewesen. Habe ich aber schon alle. So, er respawnt. Das ist schön. Dann ganz vorne brauche ich noch was. Nämlich die letzte Blume zu. Ah, 100%. Und bei 100 Punkten gibt es sogar noch ein Leben dazu. Und jetzt sind wir schon wieder am Ziel. Geil. Ja. Bonusspiel. Ist das nicht schön? Wunderbar. Ich glaube, so Karten umdrehen war das. Genau, rubbeln. Oder sowas. Du kannst 3 Karten frei rubbeln. Ein Mario, einer, 2, 2, 3, 5. Da, 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 da. Und ein Level up. Wir haben schon 10 Leben, ist schon stark. Vielleicht werden es aber ein bisschen mehr. Ah, ein Kamek. Und ich glaube, ich kann nochmal. Ah, noch einer. Dann nur ein Leben. Das ist auch gut. Starke Sache. Ab zu Level Nummer 3. Ich denke mal, dass wir den Stream echt schon die erste Welt abschließen. Vielleicht. Und ich weiß nicht. Mal gucken. Wäre möglich. So, Pilzgrotte. Der erste Dungeon, so gesehen. Denn es geht nach unten. Die umbringt bringt eh nichts. Die bringen keine Punkte. Ah, vorsichtig. So. Ich glaube, die Kiste sagt nur, dass man die mit der Stampfattacke zerstören kann.
Dann sind wir bei 16. Und ich glaube, wenn man die nach unten bringt, gibt es ab und zu auch hier mal so eine. So ein Fragezeichen-Ding. Die kann man auch einsammeln. Die kommen auch als Sporen runter. Das ist ziemlich krass. Die kann man richtig zerstören. Ich glaube, da kommt so ein. Oder rote Punkte. Ja, rote Münzen, rote Punkte. Wie beim Doktor. Ich habe rote Punkte. Zack, eingesammelt. Oh, risky. Aber geschafft. Man muss auch mal was riskieren im Leben. So. Tada. Hier gibt es mehrere Wege. Und hier gibt es auch Schlüssel. Genau, hier zum Beispiel braucht man Schlüssel, um da reinzukommen. Das gibt es ein kleines Bonusspiel. Und diese gruseligen Geister. Beste Kettenreaktion EU West. Das waren noch richtige Game-Mechaniken. Ah. Nein. Ah. Ah, komm doch hier. Verdammt. Ich bin irgendwie das Lecken auf V statt C gewohnt. Okay, gerade habe ich ein paar Punkte verloren, aber ist nicht so schlimm. Gibt Schlimmeres im Leben. So, da können wir wieder aufladen. Auf 23. Läuft. Vorsichtig. Da fehlt der Schlüssel. So, da geht's weiter. Gut ausgewichen. Very professional. Da kann man nach rechts oder links gehen, ist vollkommen egal. Ich geh mal dahin. Oh. 28. Starke Sache. Ich glaube, hier unten war irgendwo der Schlüssel. Oder auch nicht. Aber zumindest eine Blume. Gott, wo gab's denn den Schlüssel da nochmal? War nicht irgendwo weiter da vorne? Ich glaube, da war hier irgendwo. Genau, und da kommen die Sporen runter. Wenn die den Boden treffen, da wird daraus so ein Dingsbums. Ich weiß nicht, was das darstellen soll. Aber so ein Dings. Und man kann schon vorher essen. Nur wird daraus kein Ei. Ich glaube, mit der Truhe, die vorbeifliegt, da war der Schlüssel drin. Bevor wir in den Runden gucken. So, und. Perfekt. Oder auch nicht. Da 30 sind da. Was vielleicht. Ah, es ist dieser Schlüssel. Ich glaube, der Schlüssel ist der Schlüssel. Es wird wieder schlecken, habe aber geschossen. Ah, der fliegt mir davon. Was ist er? Da. Der wird auch eingesammelt hier. Machen wir erstmal das Minispiel, bevor es ja weitergeht. Ah, vorsichtig, nicht so schnell. Und nicht einquetschen hier. So, und. Geöffnet. Ah, das Ballon mit dem komischen Roboter. Tastenkombination, die ich jetzt komplett random gelegt habe. Das wird jetzt witzig. Ich habe keinen Plan, wie ich die Tastenkombination belegt habe. Okay, Try and Error wird schon schief gehen. Okay, die Steuerkreuz ist ja leicht. Habe ich jetzt hier gelegt. Und denkbar doofe Position, aber für mich ist es. Wo habe ich den X gelegt? Wo habe ich den X gelegt? Wird I zerplatzen? Wo habe ich den X gelegt? Auf D. Wieso auf D? Ha! Die ist ja komplett woanders. Okay, die wird jetzt platzen. Geplatzt und verloren. Wo habe ich denn X gelegt? Komplett woanders. Gerade hätte man eh nichts gewinnen können. Ich habe nur ein paar Punkte oder sowas. Wo habe ich denn D gelegt? X.
komplett am Leben vorbeigelegt. Also ist nicht so schlimm. Du kommst auch mal mit. Bist ein bisschen nervig hier. Also wieder diese Sporen. Ich glaube, das sind Sporen. Ich glaube, die werden so genannt. Kommt der nach oben? Nee. Ich glaube, die kann man auch noch unten holen. Oder auch nicht. Ah, oh, Kamikaze. Alles gut. So, den kann man zersmashen. Und hier irgendwo war auch noch so ein kleines Secret. Na. Zerstören. Hup. Was süß. Komm schon, roll nach vorne. Ah. Kann ich sie nach vorne rollen? Ah. Aber brauche ich das eigentlich? Eigentlich nicht, oder? Ne, brauche ich auch nicht. So, hier schießt man nach oben. Hier ist auch immer wieder was versteckt. Muss auch ein bisschen aufpassen. Ich glaube, wenn hier was versteckt ist, sieht man es auch. So, jetzt habe ich es ein bisschen besser raus. Hier war was. Das weiß ich noch. Oder auch nicht. Dann weiß ich es nicht mehr. Ah, hier war's. Hier kann man nach unten gehen, genau. Also ab und zu gibt es so kleine Secrets. Gab es halt nicht auch. Anstatt wenn man 100 Punkte hat, kriegt man Leben. Also 100 von diesen Dingsbums-Punkten da. Das ist auch der einzige Punkt, warum man überhaupt sammeln sollte. So macht das irgendwie relativ wenig Sinn. Dann die drei noch. Und der letzte. So, alles eingesammelt. Raus hier. Schön. Pop. So, jetzt braucht man gutes Timing. Man sieht, ist vorhanden. Ah, komm wieder zurück. Du nerv mich nicht. Ich glaube, du kannst ein bisschen nervig werden. Ah. Oh. Diese Spielphysik immer. Ah. Okay, dann machen wir es halt sehr präzise. So. Geht doch. Habe ich jetzt alle? Ne, zwei Münzen fehlen noch. Ich hoffe, habe ich es nicht verpasst. Ich glaube, da vorne ist schon ein Ausgang. Ganz so geht's auch. Ich hab Angst, ich hab Angst. Ich hab echt zwei verpasst. Wie gibt's denn das? Vielleicht jetzt die zwei. Okay, ich glaube, das Level hole ich später nochmal nach. Normalerweise finde ich doch alle Level hier. Ja, alle Punkte. Na, wenigstens ein Bonusspiel. Was soll ich jetzt wiederholen? Waren die letzten? Oh, das nervt mich jetzt ein bisschen. Das nervt mich jetzt tierisch. Na, rubbeln wir zumindest mal. Rubbeln wir die schlechte Energie weg. Super Start.
Schon mal zwei. Stopp, hier. Ja, oder? Ja. 5 Leben. Pech im Spiel. Pech. Glück im Spiel, Pech im Spiel. Oh, 18. Das ist ganz schön viel. Sehr viel, aber mega, wie haben jetzt die zwei verpasst. Okay, ich mache jetzt den und gehe bei dem nochmal zurück. Das will ich jetzt wissen. Ich mache so bei der ersten Welt 100 Punkte bei jedem. Danach ist es mir egal. Wenn es passiert, passiert es. Wenn nicht, dann nicht. Das hat damals so einen geilen Effekt. Dieser 3D-Effekt, der jetzt kommt. Es war auch dieser bei Super Nintendo bekannte, der damals nicht so bekannt war. Dieser Super 7 Mode oder Super 7 hieß es, glaube ich. Dieser Effekt, also der jetzt kommt bei einer der nächsten Türen. Und hier kann man nur reinschießen. Reinschießen. Hallo? Da fallen ein paar Münzen raus. Ganz normale. Hier. Dieser Effekt bei dieser Tür. Der, dass es so umfällt. Was ist dick? Der war damals bahnbrechend. Heute ist das relativ billig und easy. Aber das ist echt dieser Super. Ne, Mode 7 heißt er schon. Heißt er wirklich. Der auch ziemlich krass war bei Final Fantasy 6. Bei der Anfangssequenz, bei der Intro-Sequenz, wo die mit den Mechs herumstolziert sind. Das sah damit so krass aus. So, die Dicken kann man einfach abschießen. Man hat es vielleicht schon gesehen. Übrigens, sehr geiler Schuss. Das wird vielleicht auch unser Bossgegner. So, hier ist schon der Bruchstelle. Da kann man was kaputt machen. Und einfach so lange in irgendwelche Richtung gehen, bis nichts mehr geht. Hier sind auch, soweit ich weiß, rote Münzen versteckt. Was schon ziemlich fies ist. Und dann kommt man hier ganz vorne wieder raus. Also ich will normalerweise hier rausfallen. Aber ich habe aber keinen Bock drauf. Dann muss das Ganze nochmal abgehen und muss nicht unbedingt sein, Bruder. Das muss nicht unbedingt. Hoppala. Heute was verpasst. Ne, alles cool. Und kann man wieder unten schießen? Ich weiß nicht. Ich will es auch gar nicht wissen. Aber ich mach's mal. Ah ja. Damit es ja weitergeht. Er kann sogar drüber springen. Und irgendwo hier würde ich dann in die Suppe reinfallen. Oder kann einfach durchlaufen bis zum Ende des Levels. Ich kann sogar hier oben in der Ecke sein, wusste ich gar nicht. Also könnte schon einiges überspringen, aber das mache ich nicht. Sein mache ich nicht. Vor allem, ich würde da einiges verpassen. Was ist dick? Beim Zurückaufstehen passiert nichts, nur beim nach unten fallen. Muss ein bisschen aufpassen. Das ist ein bisschen nervig, da die zwei in der Nähe sind. Stick. Ah, komm schon, Yoshi. Triff mit deinem komischen Kopf. So. Noch gerettet. Vorhin ist ein Sternkreis, also alles cool. Oh. Vorsichtig. Au. Oh. 30, perfekt. Alle Gegner sind down. Das ist auch sehr freut. Und hier ist oben nichts mehr. Auch kein Secret mehr. Okay, alles cool. Dann downstairs sozusagen. Hier aber auch nichts versteckt.
Es gab immer sehr, sehr viele Sachen, die versteckt waren. Das weiß ich noch. Ah, vorsichtig. Ich gucke jetzt mal nicht wegen der Punkte nach. Ich denke einfach, das passt schon. So, da kommt ein blödes Monster gleich. Oder es kommt ein bisschen später. Deshalb bauen wir die Brücke auf. Ah, ich sehe schon. Ich sehe schon seine Augen. Der gleich rauskommt. Der ist richtig nervig. Oh, das ist dieses Rose, ich weiß nicht, was es sein soll. Sieht aus wie mit Microsoft Paint gezeichnet. Finde ich nicht so ganz schön. Ganz ruhig. Ist alles gut. Ah. Absprung einfach nicht geschafft im Leben. So, jetzt aber geschafft. Und raus hier. Oh. Nervenausstrahl einfach nur. Hier braucht man Augenschlüssel. Den ich noch nicht hab. Da war so ein großes. Fast erschrocken. Aber kann man leicht vertreiben. Und man sieht immer in den Augenbrauen, wo er gerade rumschillt. Ich sehe nichts. Ah! Ganz ruhig. So, da haben wir auch alle. Und ich glaube, ich habe alles. Ich guck mal nach. Ne, eine Blume fehlt noch. So, Schlüssel ist da. Und Blumen kann man sehr selten übersehen. Das heißt, die finden wir noch. Ist eher bei Münzen so. Oh. Und jetzt auch keinen einzigen Stein von den am besten. Alles ganz ruhig. Ich glaube, da war noch irgendwo ein Blümchen. Ah, nein! Oh, du verdammter... Oh. Ah. Ah. Boah. Verdammter Drecks. Okay, muss ich mal zusammenreißen. Ist ein Kinderspiel. Mein Gott, da gibt es noch einige. Das heißt, ich kann noch ein bisschen. Unserer Sternkreis, oh Gott. Saved by the Sternkreis. Gott sei Dank. Was hat hier noch? Ah, okay. Wenn jetzt hier noch die Blume drin ist, ist alles gut. Yeah. Nur noch hinkommen. Ah, perfekt. Besser geht's gar nicht. So, jetzt hole ich mir ganz viele Eier. Vorsicht, die sind gerespawnt. Was sehr nervig sein kann. Ich weiß nicht, wie der springt. Dieser Ehrenmann. Dieser Ehrenlose. So. Ordentlich Munition. Bam! Bam! In dein Gesicht, Junge. So, und rein in die Höhle des Löwen. Und somit der erste Bossgegner. Hey Yoshi, willst du dem Baby wirklich helfen? Dann zieh diesen Gegner erst die Hosen aus. Okay. Jetzt kommt die beste Transformation eures Lebens. Zieht euch das rein. Grafisch. Zucker. So. Das war, also ich kleine mal ein bisschen nervig. Aber im Grunde relativ easy. So, man muss halt nur eben gucken, dass man hier an die Eier rankommt. Und immer ganz gut treffen. Dann rutscht die Hose langsam runter, deshalb ziehe ich mir erstmal die Hose aus. So. Ah.
Hier konnte man sich, glaube ich, gerade so verstecken. Oh. Und er ist nackt. Das ist gerade passiert. Und das war die erste Teilwelt. Die war sogar mit 100%, 100 Punkten, so wie es sein soll. Super geil. So, es wird übergeben an den Lila Yoshi. Und einige Zeit bei 1,5. Aber ich habe da noch was zu erledigen. Also gehen wir nochmal da rein. Ich will hier die 100%. Ich will zumindest die beiden Bonus-Level haben. Die anderen sind mir egal. Ich glaube, die anderen haben noch nie so richtig geschafft auf 100%. Aber ich glaube, die haben damit nichts zu tun. Ja, die geben keine Routen. Und die höchstens aber keine Munition mehr. Auch sehr stark. Man kann auch bei diesen Bonusspielen, also wie es hier zum Beispiel eins gab, auch verschiedene Items gewinnen und die dann immer wieder einsetzen. Ich glaube, das ist eher das Rätsel-Lösung. Aber rote Münzen verpassen ist schon nicht so ganz gut. Könnte eher sein, dass ich das irgendwo verpasst habe beim irgendwas runterstürzen. Hier zum Beispiel. Da gibt es auch rote Münzen. Ich glaube, ich habe einfach ein paar nicht ganz nach unten gesetzt. Nenn ich es mal. Auch geil. Kann man machen. Ich glaube, Münzen haben schon alle eingesammelt. Vorsichtig. Geh mal nach unten, genau. Ist besser für dich. Besser für deine Gesundheit. Boah. Zack. Da war noch ein roter. Das finden wir doch. Und jetzt, wo ich auch weiß, wo mein Y ist, müssen wir das Minispiel auch packen. Wobei es eher Glückssache, denn je nachdem, bei wem ist halt Platz, gewinnt oder verliert man. Also, ja, ist irgendwie eine Glückssache. Aber ich als alter Glücksspieler müsste eigentlich da ein bisschen mehr dahinter sein. Gab einen Ruf zu verlieren hier. So, nehmt euch. Und hier schon mal 30. Was heißt Ruf zu verlieren? Ah. So, hier nochmal. Alles einsacken. Ah. Alle kann man auch abschießen, wenn sie noch Sporen sind. Interessant, wusste ich jetzt auch gar nicht. So, einmal dich. Na. Ich glaube, die waren's. Ah, nein! Ah. Richtige Hasskicks auf einmal. Gut, sowas hat sich gewirkt, wenn ich ganz wieder an den Gegner rankomme, wo ich fast nichts dafür kann. Ah, das stimmt, die habe ich nicht gemacht. Meint, ich brauche die gerade. So, wieder 30 am Start. Wo ist der Schlüssel? Ist weg. Er ist weg. Der Husten ist weg. Und der Schlüssel auch. Da ist er. Ah, perfekte 3-Punkte-Wurf. Wenn hier noch einer drin ist, dann haben wir die Lösung. Da war er. Okay, jetzt müssten wir alle haben.
Also erstmal das Level hier packen. Am besten. Also es ist schon so gemacht, dass man ein paar Mal sich treffen lassen kann, ohne dass man gleich alles verliert, aber muss nicht unbedingt sein, oder? Finde ich auch nicht. So, erstmal hier einquetschen lassen. Ah. Und ganz nach drüben. So. Einsacken. Ja, hier sind so gut wie nie welche versteckt. Das wäre auch ein bisschen zu fies. Könnten höchstens ein paar, wie gesagt, ein paar Sterne drin sein, aber ansonsten ist hier normalerweise nichts. So. Erstmal das einsacken. Hier noch ein paar Levels farmen. Ich habe sie eh schon genug, aber schaden kann es nie. Man hört, das ist ein ganz kleiner Timer. So. Da war ein Level Up. Ah, oh, super. Das war perfekt. So, dann hier nach oben. Und hier. Ah, hat keinen mehr gegeben, schade. Ist aber nicht so schlimm. So, jetzt vorsichtig. Denn den müssen wir gleich ansacken. Das wird ein bisschen lästig. So. Also müsste eigentlich alles soweit paletti sein. Ich habe einfach nur zwei verpasst. Ich habe einfach nur ein paar von den Dingen nicht reingestampft. So, jetzt haben wir alle 20 beisammen. Das ist doch schön. Ist einer? Nee. Du bist aber noch da. So, jetzt sieht es aber sehr gut aus. Nur nichts. Das ist recht gefährlich. Da denkt man einfach, okay, einfach durchlaufen. Aber das ist ein Stolperfall über Stolperfallen. Deshalb langsam, Bruder. So, dich kann man auch entsacken. Damit habe ich jetzt schon 24 Leben. Das ist echt nicht mehr normal. Und Bingo! Ah, super. Haben wir schon Bonus-Level noch? Ja! Ah, das ist amazing. Highscore einfach mal getoppt. Highscore überschrieben. Super. Jetzt müssen wir wieder Karten schnipsen. Einfach Karten aufdrücken. Wenn ihr eine Kamelkarte erwischt, gehen alle bereits gewonnenen Gegenstände verloren. Du kannst das Spiel zu jedem Zeitpunkt beenden. Geil. Gleich die zweite Karte. So viel Glück muss man haben. So, jetzt haben wir auch 100. Und ich muss das Ganze schaffen. Und erst dann werden die beiden unteren. Okay, alles kriegen wir hin. Da bin ich doch sehr zuversichtlich. Ich denke mal, dass wir echt in diesen schönen ganz erste Welt packen. Oh ne, die war so nervig. Aber es ist möglich, da auch alle zu bekommen. Es ist halt ein Side-Scrolling-Level, wie man schon irgendwie sich denken kann. Die sind echt teilweise sehr schwer. Aber noch sieht es ganz gut aus. Da sind echt die Checkpoints Gold wert. Muss aber ein bisschen abwarten. Das ist ein bisschen nerviger. Ich einfach nur durchwaschen. Muss das Level auch so weit scrollen lassen. Und ab und zu mal ein bisschen entgegenwirken. Ah, oh, das war perfekt. Das war wirklich molto bene. Nur das Warten kann manchmal ein bisschen nervig sein. Da trägt jetzt schon eine Blume. Da muss man halt sehr aufpassen.
Ah, perfekt. Wenn man nicht länger draufsteht, dann fallen die halt nach unten. Kann man sich fast schon denken. Ab und zu ist auch ein kleines Secret drin. Deshalb werden wir wieder mal gucken. Aber meines Wissens nach ist ja auch schon bald der erste Sternkreis-Checkpoint. Eigentlich wird noch ein bisschen geirrt. Ist ein etwas tieferes Blau, mein Yoshi. Ein tieferes Dealer. So. Checkpoint, Savepoint. Alles gut. Jetzt aber ab nach vorne. Hier war, glaube ich, noch was. Nee. Nein! Nein! Oh, richtig verratzt. Das ist echt die Gefahr. 24 Leben, Bruder. Zu viel für mein ganzes Leben. Aber irgendwo hier war noch was versteckt. Da war es halt nicht hier. Nee. Da war es halt hier irgendwo. Auch nicht? Okay. Da wäre ich nicht mehr rausgekommen. Bis mein ganzer Körper zerdrückt wird, dauert es einfach mal 3 Stunden. Das ist schon stark. Ich habe genug Leben, ist alles gut. Also hier wird es noch 5 geben. Ich denke mal, den krieg ich eh so oder so wahrscheinlich. Aber warum nicht? Macht es ein bisschen herausfordernder. Und Herausforderung ist mein zweiter Nachname. Ist auch geil, wenn die nach unten fallen. Finde ich auch sehr schön. So. Da wäre noch einer gewesen. Oh. Oh Gott. Geil. So. Das ist auch sehr gefährlich. Das ist echt gemein. Komm schon. Ah, oh, ich mag das Geräusch. Ich glaube, das waren jetzt alle. Ja, komm. So. Bonus-Game? Oh. Schade. Ah, perfekt. Und sogar noch 100 Punkte. Einfach unfassbar. Unfassbar, wie gut ich bin. Glaubt man gar nicht. Ab zu 1,6. Gott, die auf den Stöcken. Hi, Shy Guys. Richtig nervig. Die kann man lecken. Einfach runterhauen von den komischen Stöckelschuhen. Und sie auch abschließen. Wenn man sie treffen will. So, hier oben war auch noch was versteckt. Ich habe vergessen, bei dem einen Level mit dem Minispiel das Minispiel nochmal zu machen. Jetzt kommt es noch erst. Weil ich gerade die Tür sehe. Hoppala. Na egal. Man kann das auch machen und dann aus dem Level rausgehen. Das geht ja auch. Aber muss nicht sein. Machen wir das hier fertig. Na, da wird erklärt, dass verschiedene Eier verschiedene Boni haben. Gelbes für eine Münze, ein blinkendes für eine rote Münze. Die sind also sehr, sehr wichtig. Also egal, wen man da trifft, beim Aufprall gibt es immer eine rote Münze. Eine Rose für 2 Sterne. Treffen die Gegner mit einem Ei und erhalten dafür etwas Besonderes. Die Farbe der Eier ändert sich immer, wenn sie gegen eine Wand prallen.
Jetzt müsste ich eigentlich die alle verschießen, damit ich es zeigen kann. Ach, eine doppelte Zinsziel. So. Jetzt haben wir es. So. Da gibt es dann sowas. Da gibt es eine rote Münze. Und die, wenn ich den Gegner treffen würde, wenn der Gegner da wäre, 2 Ständchen. Ah, sind ja ein paar. Starke Sache das. Aber raus hier. Es kommt, glaube ich, so ein Bello-Level, oder den auch nicht. Oh. Sowas liebe ich ja, wenn ich nichts sehen kann. Bin ein ganz großer Fan davon. Aber es gibt hier, glaube ich, auch so eine Art Fledermäuse, die man so gut wie gar nicht sehen kann. Seht ihr was? Ja, ein bisschen was. Wir müssen da ein bisschen was sehen können, das ist ja der Sinn des Ganzen. Das war sehr intelligent. Aber geht schon. So, alles erwischt. Ah! Babysprung. Kleiner Sprung, aber große Wirkung. Das ist immer noch die beste, effektivste Methode. Trotzdem, Eier brauche ich auch. Mit den Ab sieht man eh gleich sofort. Die fahren automatisch nach oben und dann nach raus, soweit ich weiß. Jo. Da muss man bis ganz nach oben fahren. Gab es da auch irgend so ein Secret? Ah, okay. Nee. Ah, okay. Doch, da kommt automatisch eins. Oh. Erstmal sterben. Erstmal Mario verlieren. Ich hoffe, ich verliere Mario nie so richtig. Das ist richtig demütigend. Na komm schon. So, jetzt aber. Sogar geschluckt. Unfassbar. Oh, perfekt. Probier fast noch keine. Nochmal 10. Und da müsste, wenn man richtig gut schießt oder gut treffen würde, besten hier festmachen. Nochmal ein paar rausfallen. Oh, perfekt. Ich hab 30. Perfekto. Molto bene. So, hier nach unten. Gibt bestimmt auch noch eine rote. Immer gut nach unten ballern. Die kann man nach hinten lecken. Wenn man Bock hätte. Okay, muss man anscheinend auch. Dum, 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 dum. Erstmal lecken. So. So geht der Hase. Was erzählt der nochmal? Findest du einen... Ah, okay. Ein Geheimgang. Also werde ich wahrscheinlich bald einen Geheimgang finden. Was glaube ich jetzt mal? Ich wüsste jetzt nicht, warum, aber... Mal gucken. Und mir gehen die Eier aus. Das ist auch stark. Ich kotze lieber. Macht viel mehr Spaß.
So, erstmal hier nach unten. Die Blumen holt man dann später. Kommt man auch sehr leicht rein. Und hier gibt es, glaube ich, den Yoshi. Wurf, Yoshi, Maulwurf. Wühl, Yoshi. Den mag ich auch sehr gerne. Hier gibt es auch zwei versteckte rote Münzen. Die kommt man relativ easy ran. Also ich weiß nicht genau, wo die sind. Also das Graben ist schon sehr geil. Ich denke mal eine der hinteren. So, ich habe schon beide. Trotzdem, ich will einfach mal alles um. So. Reicht locker zum Durchwühlen. Komme ich noch mal rein? Glaub nicht. Also echt nur ein Versuch. Das ist auch stark. Ich glaube, dahinter war nichts mehr. So, haben wir den auch. Der dreht hier um, genau. Was sehr unlogisch ist. Aber er dreht um. Was ich auch nicht so schlimm finde. Gibt Schlimmeres auf der Welt. Machen wir hier einmal durch. Es geht wieder downstairs. Mit uns. Die meine ich. Die sind so nervig. Ah. Wie war das hier? Okay, so auf jeden Fall nicht. Wo war der Sternenkreis? Wo war der? Ah, okay, muss ich jetzt ein bisschen was nachholen. Wird stark. Aber nicht so schlimm. Hab jetzt ein bisschen zurück, aber es geht. Es geht. Nein. 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 Oh, völlig in Panik. Oh, nerv mich doch nicht so. Muss das sein? So, unten fixieren. Und bam! Ne, ist nicht so riskant. Aber dir ist das komplett egal. Oh. Als ob das so schwer wäre. Was ist denn jetzt los? Es geht einfach null anwesend. Oh, komm schon. Das ist doch nicht so schwer. Okay, das habe ich jetzt davon. Das habe ich davon. Aber den kriege ich gleich wieder. Geschafft. Okay, alles gut. Alles gut. Ah, das könnte eine rote sein. War es aber nicht. Egal. Aber ich kann das nochmal starten. Das ist cool. Machen wir das nochmal. Wenn ich die beiden gefunden habe, einfach durchrasen. Ich glaube, dahinter war zwar nichts, aber ist gut gemacht. Er ist aber an derselben Stelle. Das wäre stark. Er ist aber an derselben Stelle. Also ein bisschen ganz nach hinten. Stimmt, ich könnte es auch machen, wenn es wäre.
So, aber erstmal raus hier. Ich glaube, da komme ich hier an derselben Stelle nochmal raus. Oder einfach hier. Kann man auch machen. Okay. Bitte dreh um. Also, Chelsea-Typen können schon ein bisschen lästig sein. Ah. Bitte nicht. Ich brauche die Blume für mein Leben. Für mein Leben. Für mein. Ah, was habe ich davon? Okay, ist nicht so schlimm. Okay, ist ein bisschen schlimm. So. Jetzt einfach runter. Das kriegen wir doch noch hin. Einmal schlecken. Pup. Da waren sehr nervige Fledermäuse, das weiß ich noch. Da muss man einfach nur gut treffen. Perfekt. Wie kommen wir jetzt an die beiden ran? Gar nicht. Ist stark. Na egal. Da kommt man nur darauf. Gibt es noch irgendwas? Kommt jetzt eher nicht. Der kann nach unten schlecken. Da ist nichts mehr, okay. So, ein Samen, aus dem ein Bäumchen wächst. Und ein Pflänzchen. Geht auch. Ist auch in Ordnung. Ein schönes Geräusch. Hier müssen noch ein Blümerlein sein. Ah, ich hab alles. Ein Level up. Nein! Ach. Oh, wie schlimm ist das denn? Oh, wie kacke ist denn das? Oh. Oh, das nervt jetzt ein bisschen. Gut, wieso gehe ich auch so nah ran? Muss ich das Angel-Level nochmal? Oh. Also müsste ich nicht, aber ich habe die erste Welt machen mal 100%. Das war jetzt sehr intelligent von mir. Naja. Mal ein Bonus-Level. Bonusspiel. Rubbel die Katz. Wie viel haben wir denn? 26? Daraus machen wir mal 300.000. Gut, so auf jeden Fall nicht. Oh. Gut, eins. Eins geht auch. Oh, 97, das ist schon ein bisschen nervig. Gut, machen wir erstmal das und dann das vorherige und dann das letzte. Lustiges Sporendrama. Die Musik weiß, kenne ich auch noch. Ich glaube, da unten war was versteckt. Okay, war so nicht so ganz intelligenter Tod. Aber ich glaube, da alles zu finden ist auch nicht so leicht.
Auf einmal ist so ein Dschungelfeeling. Oder auch nicht. Habe ich getäuscht. Okay, sorry. Dann war der Tod nicht legitim. Oh. Bam. Ah, geschafft. Aha. Wollen die oder? Okay, das ist ja wieder despawned, nenn ich's mal. So, die einfach nach unten spucken. Auch ein Trick, den man erst Learning by Doing dann lernt. Okay, das sind die Leuchtenden, die noch zwei Dings geben. Ich sag schon. Ah, jetzt kommen schon die krasseren Sachen zum Einsatz. Okay, das Level ist schon um einiges schwieriger. Da haben wir schon verschiedene Techniken gelernt, neue. Gut, da braucht man Schlüssel. Jetzt zum Beispiel das Zurücklecken. Oder zurückschießen einfach. Aber ich leck lieber. That's what she said. So, runter mit dir. Da einfach hier hoch. Unten stampfen. Dann kann man auch den hier aufklappen. Wo sich der Schlüssel versteckt. Den kann man ja auch hier reingehen. Klar, was sonst. Und ein neues Minispiel starten. Goldregen. Ah, das ist leicht. Mehr Gegner schnappen als der Gegner. Dieser komische Bot. Und ich finde, das ist richtig einfach. Ich habe da nie Probleme. Denkt man, das ist klar. Wer da gewinnt. 11 Punkte schon in Führung. So, ein Dutzend. Ah, er hat erwischt. Schade. Aber trotzdem. Ich habe gewonnen. Und damit kann ich einmal meine Eier voll machen. Da ist dann hier im Item Store drin. Das heißt, ihr könnt jetzt. Ah, schon, ich habe die geilen Eier. Okay, dann lasse ich die mal drin. So geile Eier in dem Sinn, dass die halt. Rote Münzen droppen, was halt schon sehr geil ist. Das ist irgendwo eine rote Münze. Ich hab grad. Ah! Okay, das Level ist schon mal gar nicht im Griff. Mit der Wassermelone kann man auch schießen mit den Kern. Auch ziemlich witzig. Okay, da war noch eine rote. Ach. Hier ist ein bisschen der Wurm drin. Oh. Nehme ich mit. Nehme ich mal alle mit. Könnte sein, dass ich jetzt am Ende eine rote Münze nicht habe, was schon ein bisschen ärgerlich wäre. War das das Level mit den. Oh, das wird richtig schwierig. Das habe ich früher so schwer gefunden. Denn wenn man diese berührt, kriegt man Halluzination. Das wäre man ein bisschen leicht angeheitert. Was auch nicht so leicht ist, wenn man dann einen Gegner trifft, wie zum Beispiel hier oben. Man kann auch nicht mehr so richtig gerade stehen. Also es geht schon noch, aber man muss sich sehr konzentrieren. Vor allem blöd, wenn da ein paar Gegner kommen. So ist es übrigens, wenn man etwas an Milch genippt hat. Habe ich mir mal sagen lassen. Ah, nur noch ein paar Eier. So, jetzt. So eine ganz komische, richtige Furzgeräusche.
Hier vorne ist dann zum Glück eh schon vorbei mit dem. Mit dem Ganzen. Okay, da muss ich nochmal kurz zusammenreißen. So, Haberle. Dahin. Wahrscheinlich mit Absprung. Super. So, und hier ist irgendwann schon Schluss. Oh. Und jetzt fehlt bestimmt eine. Ne, fehlen noch 10, okay. Dann ist fast schon gut. Oder habe ich jetzt 9 übersehen oder 10? Kann auch sehr leicht sein. Ah, es geht noch weiter, okay. Dann ist alles gut. Ah ja, die Dinger. Da waren auch ein paar gute versteckt immer. Ich weiß nicht, ob die... Es fehlen sogar noch 5. Was ist denn los mit mir? Ich bin ja völlig aus der Übung. Fünf rote Münzen sind nicht da. Das gibt's eigentlich gar nicht. Boah, ich lass richtig nach. Okay, Bonusspiel. Problem wieder mal. Ah, schon schlechter Start. Ja. Komm schon ein. Mach mir die 30 voll. Oh, so viel Pech. Habe ich so viel Pech verdient? Ich weiß es nicht. Okay, ich mach das Level und dann gucken wir uns die letzten beiden nochmal an. Aber ich glaube echt, dass das Level, das jetzt gerade war, das war, dass ich noch nie 100% geschafft habe. Also die Boss-Level sind meistens eh relativ easy. Auch ziemlich cool mit Mod 7, dieser Roll-Effekt. Ich meine, es ist ein 2D-Spiel, hat aber hier so einen 3D-Effekt. So ein Fake-geschummelten. Aber damals gefällt das echt... Ah, revolutionär. Und arschverbrannt. Sehr geil. Jo, nochmal gleich ein Level. Dumm, dumm. Schleimis Schloss. Der erste Bossgegner heißt Schleimi. Bester Name EU West, würde ich sagen. Also geht's ein bisschen leichter. Oh, was ist denn heute los? Gut, ich habe noch genug Versuche, aber trotzdem. Irgendwie ist jetzt da der Schleim drin. Ah, Punktlandung. Mehr Glück als Verstand. Oh, perfekt. Ich glaube, da kann man gar nicht so richtig runterfallen, wenn einfach nur springt. Oh. Okay, da ist nichts mehr. Ne. Und ich glaube, jetzt kommt so ein großer Raum mit dem Wasserspeierfisch. Das ist auch ziemlich geil. Stick. Der bringt einen hier nach oben rechts. Mit Sternkreis. Und was haben wir hier drin?
Oh, 25. Schöner Start. Und man kann ja, glaube ich, auch relativ easy mit Doppelsprung hier nach oben links kommen. Zu dieser Blume. Und wieder zurück. Nur keine Zeit vertrödeln. Ich glaube, den Fisch konnte man nicht besiegen. Zumindest soweit ich weiß. Und mit dem kann man die hier umdrehen. Auch relativ selbstverständlich. Oder selbst erklärend. Selbstverständlich, ja. Eher nicht so. Ah, stimmt, da gab es ja mehrere diese komischen Blumen. Ich nenne sie mal Blumenrätsel. Weil es keine richtigen Rätsel sind, aber. Naja. Ah! Das habe ich jetzt gerade befürchtet, dass das passiert. Und ich mag es trotzdem. Einfach nur Ehre. Ja, doch lecken kriegt man die nicht raus. Habe ich da unten mal noch so ein. Irgendwo noch so ein Eiercontainer. Oder auch nicht. Konnte man jetzt irgendwo Eier farmen? Hier irgendwo? Und da kann man nur die grünen drehen. Die roten nicht, okay. Alles klar, Herr Kommissar. Das ist A richtig und B falsch. Ich einfach nicht hochkommen. Was ist denn los? Oh Mann! Sammelt das. Oh, jetzt krieg ich richtig den Hass. Oh. Ich wollte es nicht zumachen, aber ging auch. Das wurde der untere auch gedreht, glaube ich. Genau, jetzt komme ich hier an sich vorbei. Ich glaube, hier konnte man irgendwo so ein Ei farmen. Oder zumindest eine Vase mit einem Schlüssel drin. Getten. Und auch vorbeikommen, super. Blume. Sehr nice. Da wollte ich hin. Ganzes wollte ich nur dahin. Das hat sich jetzt eh schon erledigt. Gefühlt. Ich glaube, den besiegen bringt eh nichts. Den haben wir gar nicht richtig besiegen. So. Jetzt hätte ich die Eier, um die alle umzudrehen, aber. Ich glaube, das hat sich jetzt schon erledigt. Damit könnte ich jetzt hier umdrehen. Hier leichter vorbeikommen, aber. Ja. Warum noch? So. Mit dem Schlüssel komme ich jetzt. Da ist er richtig knapp. Komme ich jetzt da rein. Perfekt geschossen. Komm jetzt da rein. Ich hätte mein Item einfach benutzen können. Und hier zum Beispiel, ich habe jetzt ein Ei. Benutze dieses Item und kriege ganz viele Eier. Gut, ist er relativ selbsterklärend. Ach ja, das war auch so nervig. Kann man dann so drehen? Ah, ich muss ja auch oder möchte auch die ganzen gerne hier mitbekommen. Boah, jetzt habe ich 5 Sterne zu wenig. Weil ich wahrscheinlich ein paar Mal Schaden bekommen habe. Das ist
Und ich komme nicht. Boah, jetzt ist da richtig der Überwurm drin. Oder vielleicht während des Bossfights kriege ich noch ein paar, könnte auch sein. Vielleicht hier. Oh. Oh je, kann ich. Habe ich Glück? Was ist das denn? Hütet jetzt Geheimnis gut. Ziehe nach rechts oben. Geil. Bringt mir aber nichts. Trotzdem danke. Okay, dann ab zum großen Bosskampf in der ersten Welt. Es gibt kein Zurück mehr. Hallo Yoshi. Das Baby stört dich doch bloß. Warum gibst du mir nicht das Kind? Wartet auf keine Antwort, macht erstmal den Gegner wieder größer. Die sind aber ein bisschen anders. Diesmal wird der Blob gewaltig. Ah, die Mucke ist geil. Den kann man abschießen, kriegt dafür ganz viele kleine. Das heißt, er kriegt immer mehr Munition und der wird immer kleiner. Aber auch immer schneller. Ah, easy. Gott sei Dank. Zerstört. Und ich hab den Schlüssel für diese Welt. Magic Key, Easter. Ah, nur 25, das ist schlecht. Muss ich echt zugeben, das ist echt schlecht. Oh, auch schlecht, mein Kopfhörer geht den Saft aus. Stecker Easter. So, schon besser. Damit wäre die erste Welt abgeschlossen. Und in der Overworld, in der Über-Overworld, wird diese Burg aufgeblasen, zerstört und eine Yoshi-Fahne ist da. So, jetzt sehe ich eigentlich in der zweiten Welt. Die machen wir dann im nächsten Stream. Okay, ich müsste jetzt eigentlich zu... Na, mal gucken bei Score. Okay, da die ersten vier habe, müsste ich eigentlich schon die erste... Ah, weiß ich jetzt nicht so recht. Ich mache mal die... Ich mache die letzten drei nochmal. Überziehe mal ein kleines bisschen. Ich bin jetzt eh erst seit 1:49 live, von dem her können wir mindestens 10 Minuten überspringen. Verlängern. War nicht hier noch dein Musikplatz? Ah, hier war noch was. Einfach ein Level Up, okay. War jetzt nichts Bahnbrechendes.
So, die verschieße ich jetzt einmal. Damit ich hier das machen kann. Wie es Gott auch gewollt hätte. Damit ich die einsacke. Ich glaube, die müssen auch dabei sein. Das geht da nichts. Ist da irgendwas? Nee. Wäre aber ein saucooles Secret, wenn irgendwas was über den Wolken versteckt wäre. Ist aber nicht so. Aber nicht so schlimm, da ein bisschen Munition mitnehmen. Aber da muss ich echt sehr vorsichtig sein. Kommt jetzt her. Der ist sehr, sehr schnell respawned. So, wieder einzacken. Der von den Laufen. Okay, da ist also nichts. Ich habe bestimmt eine Höhle irgendwas vergessen oder übersehen. Was ja sehr leicht passieren kann. Man kann ja reingehen. Da kommt dann auch nur solche, ich sag mal, flaschenförmigen Dinger. Da gibt es, soweit ich weiß, nur die Gegner. Schießen wir einfach mal hier ab. Okay, da war sonst nichts, was ich übersehen hätte. Bounce. Da kommt man auch nur bis dahin. So, sonst haben wir da nichts. So, ein paar Einsacken noch. Und ich komme trotzdem bis ganz nach unten. Vielleicht ist doch was und ich habe es einfach nur übersehen. Nee. Aber wenn ich genug Eier habe, kommt da eh nichts. Also bringt das herzlich wenig. So, den kann ich auch abschießen. Komplett egal. Wow. Habe ich dir schon eingesagt? Ja. Dann ist es komplett egal. Hui. Nicht zu feilig. Nichts hier übersehen. So, da ist ebenfalls nichts. Okay, das hier müsste jetzt. Der Zug ist abgefahren. Wortwörtlich. Muss wieder warten, bis er zurückkommt. Und einfach das Ganze nochmal. Jo, ist wieder da. Einfach refreshen den ganzen Käse. Ich glaube, hier war irgendwer auch noch so ein komisches Secret. Also, wenn man jetzt nicht so sicher, aber ich glaube schon. So werden die Gegner zu Sternchen. Den Animal-Trick kenne ich auch schon. Ist auch nichts Neues. Ah, das ist auch super. Sehr praktisch. Gut zu wissen. Dann haben wir ganz nach unten. Haben wir mal richtiges Gemüse. Das ist aber ebenfalls nichts. Ah, schon hier könnte was sein. Ist nix. Hätte aber sein können. So, nochmal die
Maulwurfsfalle? Müsste wieder da und da hinten sein. Jetzt ist mal woanders. Okay, hier. Okay, hab sie gefunden. Alles cool. Jetzt gibt es ja nichts zu tun. Also raus. Hier gibt es nur zwei rote. Aber der Sicherheit. Gut, die sind schon weg. Nee, da ist nichts mehr. Also ich glaube schon, da ist nichts mehr. Ich mag sehr wundern. Okay, kleine Zwischenbilanz. Da fehlt noch. Ach, da fehlt noch eine. Und da war ja nichts so richtig versteckt. Da konnte man nur nach oben. Ah! Dachte schon, ich sterbe. So, Vorsicht nach oben. Hier vielleicht. Da kommt man nicht mehr runter. Auch stark. Das sieht gut aus. Oh, wie ein junger Gott. Das bringt auch nichts. Weg mit dir. Also, ja. Das ist echt mittel schwierig. Nein. Weg mit dir. Hab die Steuerung echt etwas ungünstig gelegt. Aber es geht. Habe ich da alle? Ah ja, perfekt. Perfekt. Jetzt keinen Schaden nehmen und alles ist gut. So, einfach, weil ich es kann. Und bei der Boom! Na, bei dem Ballon bin ich reingefallen. Ich dachte, kriegt ein Leben, aber nein. Okay, das ist egal mit dem Bonus-Level. Geschafft. 100 Punkte. Buja. Highscore einfach übertroffen. Wunderschön. So, dann ist die ganze obere Reihe jetzt 100. Jetzt machen wir den auf 100 und bei dem muss ich echt sehr gucken. Das ist noch leicht, aber bei 1,7, ich glaube, da ist der Wurm drin. Und mich wundert es echt, dass ich nicht das erste der beiden Bonuslevel schon frei habe. Ich dachte, das kriege ich, wenn ich die ersten 400% habe. Wundert mich doch sehr. Und ich glaube, da war es ja auch nur superlich nicht genug. Na, wer ist er denn? Oh, erstmal sterben, da ich nicht genug Münzen, nee, Sterne hatte. Und bei Sternen ist es echt so doof. Muss dann echt ein bisschen geschickter sein, vielleicht etwas geschickter als ich. Wenn das möglich ist. Vorsichtig. Ah. Ja. Noch ein bisschen. Oh. Oh. Ja. So. Da. Einfach durchwaschen. Da kann man ja fast nur abspringen. Also gerade da kann man gar nicht richtig durchrutschen. So, haben wir ebenfalls. So, ab dafür. Hier könnte es... Okay, da ist nichts.
vorsichtig. So, die Blume in der Mitte habt ihr auch. Genau. Da, 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 20. Ah. Ich habe keine Eier. Ist leicht ungünstig. Ah, oh, das war jetzt schlecht. So, jetzt habe ich wieder Eier. Ah, gehen wir mal rein. Oder auch nicht. Egal. Das Schicksal will es nicht so. Jetzt aber. Bullseye. Oh ja. 25. Jetzt sehr gut abspringen. Nochmal. Perfekt. Und hier die nächste einstauben. War da nicht, noch was nicht. Ich werde echt paranoid, ich denke echt, überall sind geheime Sachen, aber nichts ist geheim. Boah, das war jetzt richtig cool. Für meine Verhältnisse. Das war jetzt stark. Ich brauche ein paar Eier. Ich brauche Eier. Das ist... Das war auch mein anderer Fehler, dass ich dachte, ich kann damit ein Ei... ordentlich was reißen, aber nee. Nehmen wir mal ein paar mit. Ah, drei müssten reichen. Es gibt im nächsten Raum auch so einen Eierbehälter. Also einen Eierautomat, nenne ich es mal. Aber ja. Der hätte ich eigentlich auch mit dem Kopf dagegen fallen können. Wäre klüger gewesen. Naja. So. Brauchen wir hauptsächlich dafür. Viel besser. Ah, da bräuchte ich eigentlich zwei. Na, ah, ich will es nicht riskieren. Das war mein Fehler vom letzten Mal, dass ich hier mit einer zu wenig reingegangen bin. Oh. Dieser blöde Wasserstrahl. Nehmen wir noch zwei mit. Und... Thank you. Da geht es ja eigentlich auch so. Nur mal so nebenbei. Und da muss ich echt schießen. Genau, das ist echt die beste Methode. Aber auch nichts secretmäßig versteckt, ne. Hier könnt ihr noch ein paar Eier absahnen, genau. Da kommt man auch sehr, sehr, sehr blöd hin. Ah, komm, perfekt. Perfektion, ne. Ah. Ah. Super. Nicht an den Stacheln gehen, das war jetzt richtig peinlich. So, dann muss ich hier in die Mitte kommen. Mir fehlt nur noch der Schlüssel. Wie das gerade geht, geht alles. Auf. Vorsichtig. Ah, perfekt. So will ich es haben. So. Ich habe auch viele, viele rote. Was auch sehr schön ist. Nehmen wir den. Schummeln uns hier mal durch. Oder, was heißt schummeln? Gehen hier durch. Moment. Nicht vergessen. Jetzt würde ich den ganzen Weg zurückgehen. Ah. Aber was hilft's? Nichts. Genau. Das ist eine schöne Abkürzung. Nicht springen. Vorsichtig. Sehr vorsichtig. Sehr vorsichtig, junger Mann. Bam. So geht das. Irgendwie leckt gerade meine Facecam ein bisschen. Merke ich, ich sitze nach fast 2 Stunden. Ist auch gut. Ne, müsste eigentlich passen. Okay. Bin wieder drin, sorry. Mal kurz zu Check. Perfekt. Perfektione.
Einfach nach oben. Wobei ich nehme das Secret noch mal ganz kurz mit. Erstmal saven. Save bei der Sternkreis. Das Secret nehmen wir noch ganz kurz mit. Bringt mir zwar nichts, aber ich mag Secrets. Habe ich zwei Eier? Perfekt. Besser geht's gar nicht. So. Ein Leben für Moa. Aber ich brauche jetzt eigentlich Eier, damit ich hier was reißen kann im Kampf. Und ich habe jetzt keine, das ist ein bisschen ungünstig. Ah, komm schon. Oder kriegt am Anfang ein paar Eier? Ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall ohne Eier brauche ich es ja gar nicht erst versuchen. Aber ich glaube, ich kriege schon ein paar. Nö, kein Eierautomat. Was soll ich das denn machen? Jetzt bin ich unbeworfen vor der Schlacht. Sehr gut. Ich glaube, das ist irgendwie nicht so gut. Das war jetzt nicht die beste Idee meines Lebens. Ich habe keine Munition, Kamek. Das ist unfair. Ach komm, trotzdem mal runter. Ah. Oh nein, 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 oh. Verdammte Kacke. Hat es wieder vergessen. Sorry, aber das war jetzt echt blöd. Nochmal von neu. Kannst du jetzt echt bis 10:30 sogar? Ich will zumindest die beiden Levels, wo ich weiß, dass ich sie 100% schaffe, 100% schaffen. Oh. Richtig schlecht. Lass mich da einfach treffen, aber so billig auch noch. Nee, das ist einfach, das sagt der Ehrgeiz, nö. Ganz oder gar nicht. Wie schon der Schlagerstar Wolfgang Pizzi gesagt hat, ganz oder gar nicht. Wenn schon, dann richtig. So, da brauche ich auch wieder mehr. Hol ich erstmal die beiden Blümchen ab. Meinst du, das ist eh kurz das Level, das geht ja schnell. Das geht ja ratzefatze. Da versuchen wir nochmal den anderen. Das ganz andere Level. Guck, was da rauskommt. Von Kokolores. Der einzig lange Part in dem Level ist echt. Das hier. In den Raum. Der Rest ist ja relativ easy. Brauche einfach noch viel mehr Eier. So, hier damit. Alles cool. So, wieder ein paar mehr Eier. Ich brauch mehr Eier. So, müsste reichen. Fresh and easy. Easy come, easy go. Immer sehr starke Treffergenauigkeit. KI die beste. So. Dann mal ordentlich voll machen.
Den kann ich zocken. Den auch noch einzocken, nicht vergessen. So, 30 ist schon mal fast voll. So, jetzt muss ich noch einmal drehen. Dass ich hier unten reinkomme. Mit diesem Ehrenmann. So. Läuft doch. Bergab, aber läuft. So. Schnell gesagt. Kurz wenn wir alles voll machen hier. Ein Ei. Man kann nie genug Eier haben. Ah, nein! Ah! Nein! Ah! Das ist 25, 21, oh Gott. Ich bin echt mehr am Rage schon als eigentlich am Spaß haben. Boah. Das ist einfach dieser nervige Perfektionismus. Jetzt habe ich wieder falsch gedreht. Ah! Krieg die Krise hier. Das ist aber richtig blöd mit den Zacken hier an der Seite. Soll ich mehr mitnehmen? Eigentlich schon, ja. Oh. Aber gut, am Ende ist auch ein Sternkreis, von dem her müsste das am Ende auch passen. Ich darf nur beim Bossfight an sich keinen Treffer bekommen. Das ist das. Was aber auch nicht so schwer ist eigentlich. Ja, das ist eh schon dieser Raum, von dem hier. Der Rest passt auch. Alles tutti. Einmal hier durch und gut ist. Extra Leben nehme ich auch nochmal mit. Kann nicht schaden. Wobei, da verliere ich ganz schön viel. Ah ja. Ich glaube, das hat mir echt das Kreuz gebrochen, dass ich dieses zu gierig war auf dieses. So, ich habe 5. Einfach zu gierig auf das extra Leben, dass ich insgesamt 3 Eier verschossen habe. Ich war einfach zu gierig. Eine sehr tiefe Metapher. Puh, jetzt das noch. Und dann gucken wir nochmal das andere Level, dieses ganz andere. Das ist komplett andere. Der Plop ist eigentlich nicht so schwer. Geschafft. Easy. Easy win. So. Jawohl. 100. Ist das nicht schön? So, und damit fehlt nur noch er hier. Wo sage und schreibe 5 rote Münzen gefehlt haben. Ich versuche das doch mal und dann. Guck mal, also ich weiß, das selber war echt das, was ich fast noch nie gepackt habe.
Vor allem ist so viel Zeit versteckt. Fallen wir unten dann? Oh, das war das richtige Glück. Okay, das war jetzt nicht so gut. Ich glaube, wenn ich da nach links komme, ich glaube, da war was. Also 1,7 ist hart an der Grenze. Auch nichts. Oder ich täusche mich einfach mal komplett. Das kann auch sein. Das ist echt der Abschnitt, den ich gar nicht drauf habe. Ich weiß, den kann man runter schlecken. Den kann man, glaube ich, gar nichts machen. Und da ist diese sehr wertvolle Munition. Okay, und da links ist nichts. Ich dachte, da wäre noch was. Das wäre vielleicht das Rätsel Lösung. Wenn ich aber alles abräume. Da ist dann auch nichts. Okay, das war jetzt echt klug. Das kann ich gleich mal starten. Denn die brauche ich definitiv. Ich habe das in einem von der 5 von den besonderen Eiern versteckt. Sehr, sehr gut. Oh. Okay, das ist egal. Ich meine, die 10 kriege ich eh zurück. Das ist nicht so schlimm. Die werden eh regeneriert. Sie werden auf die da schießen. Ah, okay. Gibt es ein Level Up dafür? Very interesting, wusste ich jetzt auch gar nicht. Das wusste ich dann schon eher. Machen wir das Minispiel. Minispiel, was relativ wenig bringt. Könnte Goldregen vielleicht. Ein cooles Item. Ein Goldregen ist eh geschenkt. Oh. Das sieht mich ja fast schon ab hier. Aber noch fast. Hab ich ihn? Erstmal verlieren bei Goldregen. Nein! Nein! Oh Gott, oh Gott. Das wäre jetzt schlimm gewesen. Oh. Da kann was Cooles drin sein. Nein!
Verdammte Kacke. Wer hat die anderen Tasten so gewohnt? Das ist das Problem. So, du kommst auch her? Ah, richtig gut. Sind die wahrscheinlich wieder da? Nee. Ja, das bringt ja auch nichts. Oder wenig. Die sind auch noch weg. Nicht, dass ich die irgendwie vervielfältigen könnte, was jetzt komplett neu wäre. Oh nee. Das ist jetzt auch sehr gut. Ah! Was ist denn los jetzt? Ein Geibelkabelzen. Das kann ich wieder komplett vergessen. Hast du die Source von der Wurm drin? Aktiviere jetzt mal die hier. Ja, da wird es eh schon schwierig, dass ich irgendwie was gerissen krieg. Geil, keine Munition, auch gut. Ich hoffe, die ist noch da dann. Also ich glaube, nach dem Level war es das für heute. Mehr kriege ich irgendwie nicht gebacken. Und sie ist weg. Bravo. Item komplett sonst benutzt. Aber ich bin echt mehr am Rage als gedacht. Ist doch eigentlich so ein schönes Spiel. Oh. Es macht einfach so schwierig, diese Saufblasen oder was das sein sollten. Oben ist ja alles versteckt, dass irgendwie da oben was wäre. Da ist noch einer, sind aber auch nur. Ah, beweg dich doch mal. 26. Wenn ich jetzt hier springe, komme ich zu dieser Blume. Dann wäre jetzt hier bei 10 wieder. Ich bin wieder bei 10. Jetzt bin ich wieder bei 10. Wo sollen die anderen sein? Da kann man so viele rote Münzen einfach übersehen. Das ist echt nicht normal. Aha. Ist das das Rätsellösung? Erstmal diesen hier. Ja, das weiß ich auch noch, den Trick, wenn man das Trick nennen kann. Ach, super. Ja. Ja, was bringt es jetzt, wenn ich jetzt die Kugel da habe? Das
der vielleicht ein Secret? Ja, beweg dich mal. Ha! Aha! Ah! So, bloß das sind die restlichen. Und das Gegner? Ich will ihn lieber nicht berühren. Es werden noch zwei fehlen. Raus. Rein. Das war es. Boah, ich überziehe gerade ultra. War der gar nicht vor, aber okay, jetzt ist der Ehrgeiz richtig da. Und ich glaube, die zwei, die noch fehlen, werden echt von den. Ah. Nein. Ah, fall runter, ist egal. Es müssten echt die zwei sein, wo ich diese zwei blinkenden Eier hier habe. Das könnte sehr leicht sein. Das muss man aber erstmal finden und wissen. Ach, Mann. Mann. Ich verstehe noch all meine Leben hier. Ich wollte einen langen Film oder eine Serie gucken. Gut, Serie. Also, eine Folge. Müsste ich aber noch hinkriegen. Ist ja noch nicht so spät. Alle Secrets mitnehmen, was ich weiß. Besten nicht treffen lassen. So, den nach unten spucken. Den mitnehmen. Trick 17. Das extra Leben einfach fast verschleudern. Nochmal rumspucken. Brauche ich nicht mehr. Alles verpulvern hier. Ah. Na, so. So geht der Hase. So, verballern. Sehr geil. Es gibt auch später so eine Eismelone, wo man Eis verschießen kann. Oder den Gegner einfrieren kann. Das ist erst geil. So, und die beiden muss ich mir sehr gut einteilen. Am besten schon mal hier. Ich glaube, keine sind respawned. So, die sind egal. Am besten ein bisschen dezimieren die ganzen. So. Eins. Und zwei. So. Ich glaube, das ist echt die Rätsellösung. Machen wir das mit dem Minispiel noch. Goldregen. Ist immer gut. Jetzt haben wir coole Items. Habe ich in letzter Zeit echt ein bisschen ab, bloß eher. Nein. So. Ausgeglichen. Also ab und zu ist die KI da so schlecht und jetzt. Aber ich bin auch ganz gut dabei. So, 8 zu 5. 9 zu 6. Super. Perfekt. Die am besten vor dieser komischen Dings aufbrauchen. K
kein Risiko eingehen? Kein Risiko eingehen? Kein Risiko. Weg die. Boah. Ich nehme ein paar mit. So, jetzt muss ich eigentlich zwei. Jetzt habe ich vier. Mal gucken, wie es dann am Ende aussieht. So, da komme ich eh nicht vorbei. So, das ist sehr gefährlich, aber geschafft. So, hier noch ein bisschen Eier aufladen. Auftanken. Ah, Mann. Das ist so schlimm. Ah. Ich weiß echt nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Na, wird schon reichen. Richtig schlecht. Oh. Oh, Moment. Getroffen sogar, super. Unfassbar. So, die 30 haben wir wieder. Oh, richtig schlecht. Oh. Oh. So schnell abgesprungen. Unfassbar. So, das ist schon ein bisschen besser. So, perfekt. Perfekt. Und am besten an dieser Stelle. Jetzt hätte ich 11. Nutzen einfach mal gucken, was da rauskommt. Ah, hier. Warte, gerade irgendwie nur eine Münze. Obwohl, ich mache einfach mal das alles jetzt, dann gehe ich nach oben und dann habe ich echt keinen Plan mehr. Ich habe jetzt echt alle eingesammelt. Ich jetzt wüsste. Danach? Jo. Weiß ich ebenfalls nicht weiter. Ist auch kein Secret. Und jetzt wäre ich bei 6. Weil ich glaube, oben waren es sogar 3 oder 4. Könnte also schon das Rätsel Lösung sein. Das darf ich mich nicht mehr treffen lassen. Gleich. Gegenmaßnahmen ergreifen. Aber wir sollten darauf kommen, dass man den Stein bis dahin rollen soll. Wie soll darauf kommen? Also ich komme nicht drauf. Echt ein sehr, sehr gutes Secret. Und ich weiß nicht, ob die Dinger gefährlich sind, diese leicht phallusförmigen Flugteilchen. Aber ich weiche die mal lieber aus. Ah ja, sieht sehr gut aus. Ah, oh, geil. Jetzt nicht treffen lassen. Bloß sie treffen lassen. Jetzt ein bisschen wieder respawned. Ja, alles gut. Einfach runter. Einfach runter. Gucken. Ja. Amazing. Erste Welt, komm schon, gib mir noch ein Bonusspiel.
ganz erst wieder auf 100%. Geil! So soll es doch sein. Und ich hatte bei dem Level immer Probleme. Jetzt weiß ich, wo das ist. Jetzt habe ich überall 100. Perfekt. Das ist doch schön. Ein extra, ein Bonus. Glitz sind jetzt auch? Nee. Machen wir mal Bonus und dann extra. Ich glaube, extra war ein Level und das war einfach nur so ein Bonusspiel. Dass man es immer machen kann. Karten schnipsen. Wie machen wir das nochmal? Da versuchen wir mal das Bonus-Level. Oh, irgendwie. 10 Sterne. 10 Sterne. Okay. Ah. Sehr riskant. Ich glaube, es ist der. Oh. Ich glaube, das habe ich noch nie geschafft. Krass. Einfach mal 10 Level ab. Boah. Glücksträhne on fleek. Ich habe bei sowas immer Pech, ganz am Ende. Weil ich immer die falsche Entscheidung treffe. Jetzt auf einmal. Vor allem 49 Leben. Übertreibt einfach. So, und Level extra. Spezial 1. Bello Magma. Gut, kein Scroll-Level. Ich dachte, das wäre ein Scroll-Level gewesen. Es ist ein Scroll-Level, genau. Auch mit. Jo. Wobei, jetzt habe ich da schon mal 10 Sterne und dann noch was. Genau, man kann sogar hier mehr haben. Auch stark. Aber die Items sind eher bei den härteren Levels ein bisschen wichtiger. Ah, hier ist übrigens Bello. Wird erst am zweiten Welt so richtig vorgestellt, der Knips. Ich glaube, die wären komplett irrelevant gewesen. Aber egal. Oh, das ist stark. Ja, ich habe genug Leben. Okay, das mache ich jetzt noch. Dann hätte ich die erste Welt wirklich komplett abgeschlossen. So, ich brauche noch einige Eier. Komm schon. Gebt mir eure Körper. So, ist genug. Ist gut jetzt. Ah. So. Muss ich echt durchfressen. Unfassbar. So, Bello, komm mal langsam, nicht so schnell langsam. Der ist auch so blöd zum Steuern irgendwie. Ah! Wieso kann man auf meine Bild so blöd runtergehen? Bello, what are you doing? Aber das machen wir noch. Wieso kann ich ja nicht mit Eiern starten? Gut, im Grunde ist es eigentlich egal, ich habe eh meine. Ich könnte echt mir mal zusammensparen, für den Fall der Fälle. Ich hatte die damals noch nie richtig strategisch benutzt, die Items hier. Obwohl die echt so ziemlich geil sind. Nein. Hallo? Ist gut jetzt. So. Hallo? Ah. Thank you.
Oh. Hallo. Das würde es auch direkt genau in die Richtung, wo ich hingucke. Wenn ich komplett am Leben vorbeigucke, dann rennt der weiß der Geier wohin. Das ist unfassbar. Hier nicht den Screen verlassen, bitte. Danke. Oh. Boah. Richtiger Wettesser hier. Kampfesser. So. Ein guter Start. Kannst du denn auf so blöd landen? Ich versuch's noch ungefähr 10 Minuten bis 11 und dann lassen wir's. Das ist echt ein krasses Level. So. Bello? Bello? Bello! Dankeschön. Nicht fluchen, ist alles gut. Kein Grund ist, es wurscht, ich habe eh meine Items, ich könnte jetzt auf einmal alle 30 haben, aber ich will es auf die gute alte Art machen. Wieso kommt er nicht raus? Ich kann auch nicht rüberfliegen, denn ich muss ja die Blume erwischen. Boah, das ist echt nicht leicht. Boah, das war knapp. Knapper als mein Leben. Na, so, jetzt aber. Einfach nur konzentrieren, dann klappt das schon irgendwie. Muss ja. Ach, wieso kommt der nicht? Wieso kommt. Ich krieg ja noch live ein Kind. Ich krieg ja ein Kind. Ganz ruhig. Das sagt sich so leicht. Ich esse jetzt einfach mal Lakritz. Dann geht's mir besser. Mit Lakritz ist alles gut. Thank you.
Also einfach konzentrierter. Die Welt ist besser. Alles ist gut. So, Bello, komm. Bleib doch mal hier. Ja. Kommst du mal, bitte? Vier Minuten noch, 4 Minuten. Ah. Na, komm doch. Meine. Ah. Oh Mann. Nein. Nein. Oh, so knapp. Okay, jetzt machen wir es einfach so. Mein Ziel ist einfach, durchs Level zu kommen. Nichts einsammeln, einfach nur das Level beenden. Das ist mein großer Traum. Oder mein Checkpoint erreicht. Ich habe bisher gar kein Checkpoint gesehen. Dann nehme ich mal mit. Wegen YOLO und so. Bisschen langsamer. Oh. Langsam. Gott, der Junge macht mich wahnsinnig. Wie lang ist das Level noch? Wohlgemerkt noch kein einziger Checkpoint. Ah, er kann ja alle zerstören, okay. Gut zu wissen. Eine Blume. Geil, gibt es echt keinen Checkpoint. Und dieses Warten, bis man sieht, was kommt. Richtig nervig. Ja, und jetzt? Oh, da wäre sogar das Ziel. Als ob da einfach das Ziel ist. Als ob da einfach das Ziel ist. Okay. Als ob da einfach schon das Ziel wäre. Okay, dann beenden wir einfach das Level. Nicht 100%. Aber wir beenden es. Ja, mit etwas Übung ist das schon machbar, aber trotzdem. Übertreiben wir es nicht. Boah, war das knapp. Okay, ich komme durch das Ziel. Definitiv. Okay, noch 10 Minuten. Allerhöchstens.
Ach, dieser Ehrgeiz immer. Also Blumen sehe ich auch, aber wo sind die ganzen roten Münzen eigentlich? Gibt es auch 20? Jo. Also ganz normal. Und hier wären noch Münzen. Oh, getroffen. Gut, das heißt getroffen. Ein bisschen eher in die Mitte gehen. Also das war noch nicht die Stelle, ne? Ah. Ah. Oh. Okay. Jetzt nutze ich den. Und den. Hätte ich schon relativ hohen, einigermaßen hohen Highscore. Jetzt einfach bis ganz nach vorne. Und geschafft. Boah, unfassbar. Und sogar, nee, kein Bonuslevel. Oh. Boah. Das ist eigentlich gar nicht. Also unmöglich ist es nicht. Das ist schon stark. Was ich mal sagen, fürs erste Mal gar nicht mal so schlecht. Finde ich schon ganz geil. Okay, dann jetzt beim nächsten Mal beim nächsten Stream, der übrigens höchstwahrscheinlich am Donnerstag starten wird, denn morgen habe ich keine Zeit, wäre dann übermorgen. Da geht es dann in Welt Nummer 2. Ja, und die zweite Welt, ich weiß nicht, wie man sie nennt. Sie hat irgendwie keinen Namen. Also Welt Nummer 2 von, weiß ich, 5, 6 Welten gibt es, glaube ich. Und vielleicht mache ich das Level nochmal. Aber im Gegensatz zu dieser Welt werde ich die nächste Welt nicht versuchen zu 100% zu machen. Das war nur, ja, nur um zu zeigen, wenn man alle Level hat, kriegt man ein Bonus-Level und ein Extra-Level. Also Bonus-Spiel und ein Spezial-Level, das ein bisschen härter ist. Genau. Gut, dann will man sagen, das war's von einem etwas längeren Stream. Geplant waren 2 Stunden, daraus wurden fast 3 Stunden. Man kennt das. Und ja. Dann will ich mal sagen, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Stream, der, wie gesagt, dann am, kann ich nicht zum Hauptbildschirm zurückgehen irgendwie. Normalerweise schon. Ich kann auch hin und her scrollen, auch ziemlich cool. Jetzt bin ich in irgendein Level reingegangen. Man kennt es. Ist schon stark. Vielleicht zurück, select, ne. Na egal. Auf jeden Fall will man sagen, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Stream, der, wie gesagt, Donnerstag von 20 bis 22 oder vielleicht wie in diesem Fall 23 Uhr laufen wird. Also, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao. Und stopp.